Ganz kurz noch, Freunde, bevor das Video startet, wir stehen wirklich knapp vor den 400 Abos, deswegen würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einfach mal an der Stelle schon mal ein Abo da lassen würdet. Und jetzt einfach viel Spaß beim Video, Freunde. Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute ziemlich, ja, ungeplant oder wie auch immer man das sagen soll. Das Video war jetzt hier nicht geplant oder so. Ich habe gerade ein bisschen auf YouTube rumgeguckt, nebenbei war ich noch am Livestream und so. Und ja, dann ist mir hier aufgefallen, Freunde, dass Lilano heute einen neuen Track hochgeladen hat. Ich würde sagen, wir switchen hier einfach mal hier die Szene und dann würde ich sagen, Freunde, gönnen wir uns zusammen hier den Track. Und ja, let's go, komm. Lilano Balmar heißt der Track hier. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, ob er davon schon mal irgendwas angeteasert hat. Aber ja, wir gönnen uns jetzt Ananasse, einfach mal. Ananasse, Ananas. Eine Ananas, zwei Ananas. Keine Ahnung, was die Mehrzahl von Ananas ist. Okay, also am Anfang haben wir hier schon mal so ein, ja, bei KMN zum Beispiel hatten wir immer so Videos am Anfang. Hier haben wir jetzt so ein Audio am Anfang. Und ja, das ist halt irgendeine Frau, die versucht irgendwie die Mehrzahl von Ananas herauszufinden. Okay. Auf jeden Fall auch das Cover hier auf jeden Fall krass, wirklich, das sieht geil aus. Schön mit vor allem hier so die Braids und so. Schön lang, das ist genau mein Ding. Amsterdam, ich rolle Blutgelato in die Longpapes. Biker, Tisch für Denim, Jeans, die Hose ist vom Ballman. Schick mir lieber Bilder von. Okay, was mir schon mal auffällt, er spricht das nicht Balmar, sondern Ballman oder wie auch immer er das gesagt hat. Ich weiß nicht, wie das richtig ist, deswegen möchte ich das gar nicht sagen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, der Beat erinnert mich direkt am Anfang schon so einen typischen Lelano-Beat. Ich weiß nicht, man kennt das so, wenn Künstler bei den Beats so seinen Stil hat, das merkt man einfach, zum Beispiel bei KMN auch oder Bushido, das, ja, das hört man so mäßig schon direkt raus. Schon keine Portraits, Luxushotel, Netflix, guck ne Folge Rick und ab Amsterdam, ich rolle Blutgelato in die Longpapes. Biker, Distress, Denim, Jeans, die Hose ist vom Ballmate. Schick mir lieber Bilder von deinem Arsch und keine Portraits. Luxushotel, Netflix, guck ne Folge Rick und Morty. Baby, fick dein Freund und guck ne Folge mit mir. Ey, Benz kommt mit 23 Zoll Räder. Auf jeden Fall gefällt mir bis jetzt richtig gut, also der Beat finde ich wirklich richtig geil. Und ja, auch Lano an sich natürlich darauf wieder. Ich denke, da braucht man eigentlich auch nicht viel sagen. Lano generell in letzter Zeit die Tracks krank. Ich habe ihn ja schon von Anfang an gefeiert. Also die ersten Tracks, ab dem ersten Track habe ich ihn eigentlich gut gefunden. Und er hat sich auf jeden Fall um einiges verbessert. Das merkt man einfach über die Zeit. Und ich finde das wirklich cool. Den Stil, alles finde ich richtig gut. Wie gesagt, das Cover hier, das finde ich, sieht auch richtig geil aus. Und ja, ich habe das früher immer gesagt, wenn ich so auf Audios reagiert habe. Ich finde Musikvideos immer ein bisschen besser. Klar, zum Anschauen und so ist das halt natürlich besser. Aber ja, hauptsächlich geht es hier um den Track. Ich denke mal, es ist gar nicht auszuschließen, dass davon nochmal ein Musikvideo kommt. Aber jetzt haben wir halt das hier und da müssen wir uns hiermit zufrieden geben. 2019 eine goldene, yeah. Ey, Distress Denim Jeans, ich trage Ballman, oh yeah. Gucci, mein Outfit, ich tippe wie keiner, du weißt es, du kennst mich. Viel zu viel Guss, fick die Leber, ich leb wie ich will, für mich gibt's keine Grenzen. Wenn du nicht nervst, dann hol ich dich mit Taxi zu mir und dann kommst du mit Backstage. Baby, und willst du nicht ficken, dann schmeiß ich dich raus und ich lösche dein Snap. Shoutout an mein Team, weil wir machen. Alle meine Brüder, sie verdienen volle Taschen. Meine Bitches rauchen Weed oder Nutzen. Ich bin niemals clean, mach auf Lieben meine Batzen. Check mein Drip von Kenzo, yeah. Hater rufen 11-0, yeah. Ich bin Deutschraps Rettung, yeah. Aber was ich direkt sagen kann auch noch, das ist wieder so ein Track, den hört man und er gefällt einem, zumindest mir jetzt, beim ersten Mal hören. Also es gibt ja auch Tracks, die muss man ein-, zweimal gehört haben, bis man die wirklich feiert. Bei Dodi zum Beispiel war das bei mir so, beim ersten Mal fand ich den zwar schon geil, aber noch nicht so übertrieben nice und dann habe ich das nochmal angehört und dann fand ich es auch richtig geil, aber ja, bei Lano generell, ob das jetzt Stone Island war, ob das, weiß ich nicht, auch von den alten Liedern irgendwas war, die habe ich eigentlich, die meisten davon direkt gefühlt, das Einzige, was ich mich noch erinnern kann, was ich anfangs noch nicht so gut fand, auch war damals das 100k-Special war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich weiß nicht mehr genau, aber ansonsten auch Wendy und alles so, das sind so Tracks, die habe ich wirklich direkt am Anfang gefeiert und ja, das hier auch wieder so. Die Streams ab, wer macht mehr? Wer macht mehr? Gucci und Moncler. Leben war nicht fair, doch Gott sei Dank gab's nicht mehr schwer. Mehr und mehr, schwör bald Millionär. Ich schwör dir, bist du, kriegst kein Schwanz von mir, hast du ein Fair.
High-Heeled Hotel bestellt French Toast. Hab zwei Handys, doch kein Trap vor. Okay, das hier ist jetzt sogar die Stelle, die ich vorhin auch im Stream schon ganz kurz gehört habe. Ich habe, wie gesagt, im Stream die Premiere mal aufgerufen, habe mal ganz kurz reingehört und dachte mir, dann muss ich das Video eigentlich aufnehmen dazu, beziehungsweise möchte ich das Video aufnehmen. Und war auf jeden Fall kein Fehler, den Track hätte ich mir eh angehört. Und ja, ich verbinde das halt immer so ein bisschen mit den Videos. Und gefällt mir richtig gut, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Auch hier, das Tattoo hier sieht geil aus und ist einfach geil, der Track. Sag, wer kauft den Bitches, yeah, oh. Sag, wer rollt schon bald im Lambo. Amsterdam, ich rolle Blue Gelato in die Long Papes. Biker, Dish, Flistern im Jeans, die Hose ist vom Ballman. Schick mir lieber Bilder von deinem Arsch und keine Porträts. Luxus Hotel, Netflix, guck ne Folge, Rick und Amsterdam, ich rolle Blue Gelato in die Long Papes. Biker, Dish, Flistern im Jeans, die Hose ist vom Ballman. Die Hook davon auch wirklich krank, also ich fühle die richtig, die Hook. Zum Beispiel bei Stone Island war das auch, die Hook davon auch übertrieben krass. So, das war auch wirklich, finde ich, einer seiner besten Tracks, aber ich finde den hier wirklich auch einfach nur anders heftig. Schick mir lieber Bilder von deinem Arsch und keine Porträts. Luxus Hotel, Netflix, guck ne Folge, Rick and Morty. Vielleicht geh ich danach in die Stadt und ich ess bei Gymblock. Oder kauf Designer, Wear, Master House und Mentos. Danach Todesdont, Handy aus und vergess mein Simlock. Baby, fick mein Sweater, bitte nicht mit deinem Lipgloss. Kickdown im Lorry, neben mir sitzt eine 10 von 10 Barbie. Du denkst, du raushängst doch ein Stani. Deine Gucci-Taschen alle fake, find's funny. Superstar-Status wie Amis. Okay, auch, war hier auch gerade eine lustige Line. Deinem Lipgloss. Kickdown im Lorry, neben mir sitzt eine 10 von 10 Barbie. Du denkst, du raushängst doch ein Stani. Deine Gucci-Taschen alle fake, find's funny. Superstar-Status wie Amis. Pussy wird feucht wie Atlantis. Ich bring die Bitches zum Jippen, wie der Klimawandel die Arktis. High-Heeled Hotel, bestell French Toast. Hab zwei Handys, doch kein Trap-Phone. Sag, wer kauft den Bitches, yeah, oh. Sag, wer rollt schon bald im Lambo. Okay. Digga, der Beat allein davon wirklich echt heftig. Ich würde sagen, von den Beats her ist das bisher so, na, was heißt bisher so mein Favorit, das kann man so jetzt nicht sagen. Wie gesagt, da müsste ich erstmal die ganzen anderen Lieder, die ich auch nicht so oft höre, nochmal hören. Aber ich finde den Beat hier neben dem von dem Stone Island auf jeden Fall schon ziemlich heftig. Auch generell so, auch sein letzter Track, den fand ich zum Beispiel geil, da hatten wir ja auch drauf reagiert und auf jeden Fall geil, gefällt mir wirklich richtig gut, also ich weiß nicht, was man daran noch verbessern soll, so deswegen, glaube ich, brauche ich eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Ihr könnt natürlich gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, Freunde, und wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, und wie ihr schon vielleicht gesehen habt, mir fehlen gerade noch 8 Abos oder so bis zu den 400, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir die vielleicht knacken würden, und wäre ich euch sehr dankbar, deswegen, Freunde, lasst gerne mal Abo da, aktiviert die Glocke, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, bis dahin, Freunde, ciao.